Ah, oh, guck mal, oh, das funktioniert. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei eurem einzig wahren Second Screen Channel in die Internets drinne. Herzlich willkommen bei Finding Paradise. Oh, yeah. Ich habe mal wieder Automation gemacht und es funktioniert. Ich weiß nun gerade nicht, was ich. Das, nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich so. Dass man das noch nicht. Wobei, kann man das? Das wäre schön, wenn man das nochmal automatisieren könnte. So, apropos Automation. Finding Paradise. Da. Ich schaffe es mittlerweile auch, über den Streamerbot jetzt OBS sa zu sagen, welches Fenster ich aufnehmen möchte. Das ist total cool. Da könnte ich theoretisch mit Tasten durch. Klicken oder einfach mit Befehle. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich ihm zum Beispiel gesagt, er möchte bitte Finding Paradise aufnehmen, wenn die Kategorie bei Finding Paradise ist. Und das müsste eigentlich auch ganz gut klappen. Ich gehe mal hier rauf. Und dann gehe ich hier hin. Ja, und wie Sie sehen, achso, ist ja keine Spielaufnahme, ist ja eine Fensteraufnahme, genau. Nee, aber das Schöne ist, wenn ich jetzt zum Beispiel auch den Eurotruck-Simulator spiele, dann kann ich ihm theoretisch sagen, oh, vielleicht sollte ich das echt an die Kategorien klemmen. Naja, aktuell habe ich das noch an die Tags. Also sobald ich als Spiel Eurotruck-Simulator eingebe, wird automatisch die Spielaufnahme auf Eurotruck-Simulator umgestellt, auf das Fenster, wie das heißt. Das ist sehr schön. Muss ich nicht immer am Anfang umstellen. So, ein bisschen umständlich ist noch, dass ich jetzt den hier machen muss. Aber es geht. Beginn laden. Wir laden natürlich. Denn wir haben ja schon am Montag. Wann hatten wir das letzte Mal? Einen Moment. Genau, am Montag haben wir. Guck mal, wenn ich jetzt übrigens hier bin. Jupp, dauert das ein bisschen, dann werde ich automatisch wieder groß. Das wäre natürlich super, wenn es andersrum auch wäre. Einen könnte ich theoretisch machen, aber das habe ich mir jetzt mal gekniffen. Nicht, dass er mir immer meine Kameras verstellt. Ach ja, und außerdem, ich wollte ja das. Ich muss das System nochmal ein bisschen runterdrehen. So. Ungefähr so. Kann ja eigentlich fast schon 15 nehmen, ne? Aber die Musik ist einfach. Ah, ist einfach so laut. So, Spielstand ein will ich laden, ne? Ich habe ja nicht allzu viel mehr. Dann gehe ich natürlich auch in das Game rein. Seht ihr natürlich nichts. Ja, was haben wir denn beim letzten Mal? Also, wir haben erfahren, dass der gute hier. Es ist nicht Johnny, es ist. Colin. Colin ist derjenige, der hier den Wunsch hat. Was passiert im Was? Super! Ein wunderschönen. Hi, hi, hi. Was geht? Also, Colin ist unser Patient. Und er ist mit seinem Leben eigentlich zufrieden. Das ist das Komische hierbei. Er ist mit seinem Leben zufrieden. Wir sollen ihm aber trotzdem seinen letzten Wunsch erfüllen, nämlich zufrieden zu sterben, ohne dass zu viel an seinem Leben geändert wird. Und ich so, okay, wild. Was auch immer. Und seine Familie sollen wir ihm auch nicht irgendwie nehmen und I don't know. Moment, er bedauert, dass er keine Enkelkinder hatte. Colin wollte Enkelkinder. Wann haben wir denn das herausgefunden? Ach ja, im letzten Stream. Das macht Sinn. Ja gut, und ich habe hier schon alles für das Memento gefunden, was wir brauchen. Von daher gehen wir weiter zurück. Hier, die beiden kommen übrigens seit 50 Jahren zum Ententeich und haben jedes Mal das Brot vergessen. Das haben wir auch schon festgestellt. So, ach ja, genau. Was ist das? Das ist ein Bong, das sehen wir ja. Was ist.
Das ist eine Nuss. Und was ist das da? Das ist ein Prospekt, ein Taschenrechner. Ich weiß es nicht. Ich könnte den auch weiter nach oben machen, ne? Okay, jetzt wird ein bisschen schwieriger. Aber auch machbar, kein Problem. Achso, ich kann ja nur unten. Ach, guck mal, das reicht schon. Wow. Was? Angel and Jay? Was? Was steht da drauf? Ach. Sigmund Corp. Und Agentin Jay? Ach. Radian, ich sehe nichts, wenn du mir das Riesenfenster davor machst. Angelin? Jay? Wer ist Jay? Agentin? Aber das steht doch nicht auf Deutsch da drauf. Oder? Nein, die haben wir das nicht. Na egal. Es ist eine Karte auf jeden Fall. Huch. Was zum... was ist denn jetzt los? Oh, jetzt wird's ein Horrorspiel. Was? Wow. Ach, ich habe einen Geist gesehen. Ich dachte, das wäre Neil. Ein Abbild von Neil oder so gewesen. Ich dachte, wo ist er denn jetzt hin? Warum hat das so lange gedauert? Ich dachte, ich hätte dort eine seltsame Person gesehen. Hast du ihr das ins Gesicht gesagt und ihre Gefühle verletzt? Mit seltsam meine ich, sie hat Colin vom Wald aus beobachtet. Vom Wald aus? Beobachtet? Ja, und als ich sie angesehen habe, war es fast so, als ob sie... Ach, vergiss es. Das ist albern. Okay, Eva. Jetzt mal im Ernst. Hast du zu viel das Geleit gelesen? Ich sagte doch schon, vergiss es. Die Person war eh nur ein weißes Rauschen. Also war es niemand Wichtiges. Tja, das hörst du bestimmt gern. Während du nichts angeschaut hast, habe ich diese Erinnerung erkundet. Moment mal, was? Ich war doch nur ein paar Sekunden hinter dir. Ha, netter Versuch, du lahme Ente. Jedenfalls, das hier ist los. In der Küche streiten sie sich über das, was wir nach der letzten Erinnerung vermutet haben. Bam! Danach versöhnen sie sich und musizieren da drüben gemeinsam. Stichwort rührend und so weiter und so fort. Oh, und dann geht Colin zum Schmollen auf den Balkon. Ende. Spoiler, Mann! Sind bei unserer Arbeit ja nicht immer was Schlechtes. Aber bitteschön, ich hab dir sogar einen Memory-Link mitgenommen, um es wieder gut zu machen. Und wenn du unbedingt alles selbst sehen willst, dann benutz halt nicht, was ich freigeschaltet habe. Ja, natürlich will ich alles selber sehen. Hallo, Colin. Colin, du müsstest mal aus dem Weg gehen. Ach so, vielleicht hätte ich in die Küche gehen sollen und da nochmal mich umgucken können. Na, kann ich vielleicht später mal noch. Ich gehe nicht hin, Fia! Voll schön.
Ja, wie Neil es angekündigt hat, sie musizieren dann zusammen. Und dann irgendwas auf dem Balkon. Sie streiten in der Küche. Wo war denn die Küche? Da, glaube ich, ne? Wir alle haben Dinge, die wir bereuen. Sei es, einen Fehler wieder gut zu machen oder einen Traum aus der Vergangenheit zu erfüllen. Oder vielleicht jemand, der einem wichtig war. Wenn sie alles noch einmal machen müssten, wer würden sie dann wollen? Sein wollen. Wohin würden sie gehen? Bei Sigismund Corp erhalten sie eine zweite Chance, das Richtige zu tun. Denn mit unserer Hilfe ist es nie zu spät. Sigismund Corp. Na, ich bin froh, dass Sie seitdem bessere Slogans gefunden haben. Das verstehe ich nicht. Wie kannst du überhaupt darüber nachdenken? Warum würdest du alles, was wir haben, wegwerfen für irgendwelche Hirngespinste? Ich werfe nichts weg. Ja, ich werfe nichts weg. Ich meine, hast du nicht auch irgendwas, das du bereust? Natürlich, aber ich respektiere das, was ich durchlebt habe. Was wir durchlebt haben. Sag mir, was möchtest du ändern? Ich meine... Es gab so viele kleine Dinge, die hätten besser sein können. Besser? Besser. Und wenn du Sigismund anrufst, worum würdest du sie bitten? Ich weiß nicht, was ich dir darauf antworten kann, Vier. Dann hättest du zumindest versuchen können, dir eine gute Ausrede einfallen zu lassen, findest du nicht? Ah, er geht nicht hin zu der Sigismund Corporation. Denk dran, Colin ist unser Kunde. Alles andere ist unwichtig. Ich weiß. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum er so... Also, ich verstehe es einfach nicht. Er hat gesagt, er will nichts an seinem Leben ändern. Bestimmt auch irgendwie als Kind wieder. Das wäre ein bisschen lame, weil wir das schon bei To The Moon hatten, ne? Aber wenn er als Kind dann auch wieder irgendwie jemanden verloren hat, beziehungsweise irgendjemanden gesagt hat, ey, wir treffen... Vielleicht war das ja tatsächlich auch so. Ey, wir treffen uns... weiß nicht, wenn ich tot bin. Oder wir treffen uns in einer Maschine oder irgend... Also er hat doch irgendwann... Das wäre ziemlich lame, wenn er auch wieder irgendjemanden einem Versprechen gegeben hat, sich irgendwo zu treffen oder irgendwie sowas. Ansonsten verstehe ich nicht, warum er unbedingt uns eingeschaltet hat. Und wir ihm auch das vor allen Dingen immer alles aus der Nase ziehen müssen. Es wirkt ziemlich gespenstisch, wenn Bild und Ton nicht ganz synchron sind. Ist das eine kleine Anspielung darauf, dass das natürlich nicht synchron ist, weil das ja nur... Animationen sind. Ist ganz witzig, es gibt mit Sicherheit nicht nur ein Video, aber ich habe letztens mal ein Video gesehen, ich habe noch nicht reingeguckt. Es gibt auf YouTube Leute, die analysieren, was gerade so bei Animationsfilmen, zum Beispiel Monsters vs. Aliens, da gibt es eine Szene, wo der Präsident auf einem Keyboard spielt und er hat sich angeguckt, welche Noten oder welche Tasten er drückt und hat dann eben gezeigt, was er eigentlich spielt, der Präsident. Das ist wohl ziemlich häufig, dass bei Animations- oder Zeichentrickfilmen, wird mit Sicherheit gute Gründe haben, warum die Tasten nicht richtig animiert werden. Also, dass das, was man hört, nicht das ist, was sie spielen, die Leute auf dem Piano. Und
Das ist natürlich ganz witzig, das einfach mal zu hören. Also was ich bei The Last of Us 2 zum Beispiel und auch bei Chia sehr geil fand, dass wir mittlerweile so weit in der Entwicklung sind von Videospielen, dass die Handanimation richtig ist. Das heißt, wenn ich bei Chia oder bei The Last of Us irgendwie einen Akkord spiele, dann wird er auch tatsächlich gegriffen. Und es sieht dann auch tatsächlich so aus. Und das ist super schön. Und ich kenne auf jeden Fall viele Spiele, da war das nicht so. So, er sitzt wieder mit seinem Buch. Wovon ich hoffentlich richtig liege, dass es das Buch ist, aus dem er damals die Seiten bei A Bird Story rausgerissen hat. Aus dem wir den Papierflieger gebaut haben. Wir wissen ja, dass das Colin war. Hm, was haben wir denn hier? Momento, entdeckt. Okay, das Buch ist der Momento. Ist das ein neues Symbol oder löscht das irgendwas? Okay, ich kann... Ach, die kann ich dann nicht bewegen, oder was? Ah, neues Gameplay. Interessant. Gucken wir mal in das Buch. Wir sind aber ein bisschen weit zurückgesprungen, kann das sein? Moment mal, wir haben alles in der Welt. Ja, wir sind nämlich bei A Bird Story. Die Kindheit. Haben wir gerade sein ganzes Leben übersprungen? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber wenn wir schon hier sind, versuch mal, das Signal aus seiner letzten Erinnerung zu übertragen. Roger. Bibu biep. Mal gucken. Ah. Nein, funktioniert nicht. Wir sind vielleicht bis an den Anfang gesprungen, aber die Mitte der Strecke ist noch nicht frei. Also, was jetzt? Stecken wir hier fest? Ha, keine Ahnung. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns auch umsehen. Anomalie. Irgendwas stört die Reise durch die Erinnerung. Vielleicht Enten? Die schnattern dir was, ja, das glaube ich. Okay, wo ist das Problem? Abgeschlossen. Was? Wieso? Soll ich jetzt hier runterspringen oder was? Okay. Ui, achso, das geht so einfach. Es war das Buch, das uns hier an den Anfang katapultiert hat, oder? Wie zauberhaft und gleichermaßen nervig. Hey! Das Buch! Es wird nicht nass im Regen. Ich schätze mal, das ist mehr als nur ein Bug. Was für ein unheimliches Kind. Naja, solange es nicht gleich anfängt zu lachen oder irgendwie so. Irgend so ein... Ups. Da ist ein Rucksack. Wir haben 16:45. Ich meine 16:45 natürlich. Okay, komm. Oder war das jetzt richtig? Benötigt 5
Memory Links zum Fortsetzen. Okay. Oh, guck mal, da kannst du da irgendwie. Ach, ein Es ist natürlich ein Plüschhund mit roter Nase, klar. Ist das ein Spielzeug-Corgi? Nein, Eva. Es ist ein Roodog. Ach, Rudolf. Ein Roodog. Ja. Hm. Ja, naja, war kreativ. Das mag ich ja. Ich wollte gerade sagen, wo ist seine Mom? Ist die da jetzt? Können wir auch auf dem Bett rumhüpfen? Yay! Nee, können wir leider nicht. Schade. Manu. Hm. Was nun? Kann ich Fernsehen gucken? Kann ich nicht. Kann ich Musik anmachen? Auch nicht. Kann ich mich hinsetzen? Na. Oh, er hat ja doch einen Dad. Halt die Ohren steif, Sohnemann. Das Essen ist im Kühlschrank, wie immer. Pass auf die Wohnung auf, ja? Ich gehe nur kurz mit deiner Mutti Zigaretten holen. Mach ich. Es tut mir leid, dass wir schon wieder los müssen, Colin. Aber wenigstens durften wir dich heute sehen, bevor... Was? Aber wenigstens durften wir dich heute sehen, bevor wir gehen. Das verstehe ich. Ihr müsst hart arbeiten, um uns über Wasser zu halten. Ganz genau. Oh. Momentan ist es nicht leicht, aber wir schaffen das. Und eines Tages wird alles besser sein. Dafür sorgen wir. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Arrivederci, Sohnemann. Du solltest wieder mehr essen, du Lausbengel. Eine Weile lang sind die Brote ja schnell verschwunden. Ich dachte schon, du hast einen Wachstumsschub. Pass auf dich auf, Sohnemann. Tschüss, Dad. Hau endlich ab. Wenn ich den ganzen Abend Fernsehen gucken kann. Oder was macht er jetzt? Mal gucken, Colin. Oh, Colin ist weg. Huch. Colin guckt Fernsehen. Mit dem Plüschkorgi. Mit dem Kord. Roodog. Roodog, the red nose. Corgi. Ja, ich stehe im Weg. Und jetzt zurück zu Roodog, dem rotnasigen Corgi. Hey, schau mal, du bist im Fernsehen. Sag was. An dieser Sendung erinnere ich mich aber ganz anders. Ach so. Hä? Ich dachte, das wäre ein Witz von Dr. Neil gewesen, aber offensichtlich heißt das Ding tatsächlich Roodog. Roodog. Colin hat gerne Roodog, der rotnasige Corgi, geschaut. Okay. Ach, guck mal da. Da guckt er aus dem... Aber in der Bird Story hatten wir gar... Da war Roodog gar nicht da. Und jetzt gucken, naja, vielleicht hat er... Irgendwann sind wir irgendwann später oder so. Ich meine, er wird ja nicht nur einmal aus dem... hier aus der Tür geguckt haben. Yay! Wuhu! Diese Geräusche. Boing, boing. Komm schon, Roodog! Du darfst auch springen! Ich glaube, Roodog hat nicht so wirklich Bock, kann das sein? Ein Plüschhund mit einer roten Nase. Der gute Roodog. Hallo, Nagi! Was? Oh nö. Mann, ich dachte, ich hätte es gefixt. Okay, wenn der... Okay, da muss ich nochmal ran. Hallo, Nagi, einen wunderschönen.
Welcome back. Huch. Ah, da ist er mit seinem... Er ist jetzt doppelt da. Dreifach sogar. Aber die Szene kennen wir doch auch, oder? Ich bin mir ziemlich sicher. Ist er tot? Wenn er tot wäre, wie könnten wir dann Jahrzehnte später hier stehen? Robbie! Yay! Es regnet! Wupp, wupp! Aber warum... Ach, ich habe sie ausgemacht. Nee, ich habe die Alertbox ausgemacht. Kann das sein, weil ich letztens Probleme hatte? Moment, wir müssen sie unbedingt wieder anschalten. Es regnet 1 und 0. Hey! Was geht? Jetzt habe ich... Moment. Ich hoffe, das oben war die ID für Own3D. Ich muss das echt mal ausschalten. Das sage ich jedes Mal, ne? Hey ho! Hinzugefügt. Can you hear me? Ja, I can hear you. Hi, wie geht es dir? Und natürlich, warte. Studio-Modus. Alert-Box. Hier, die Alert-Box. Da. Guck mal hier. Ich hoffe, sie funktioniert wieder. Robbie the Rabbit 666 ist seit 5 Monaten ein Bewohner. Chris K3 Dance. Ich mag's. Ich liebe es, wenn... Oh Gott, was geht? Oh, das funktioniert. Das ist schon mal gut. Er sollte nicht den kompletten Shoutout machen. Ich hab da mal was rumprobiert. Hi, Foxy, einen wunderschönen. Oh Gott. Jetzt rast der Chat natürlich so durch, weil hier so Dinge passieren. Also, Robbie, vielen Dank für den 5. Monat. Wow. Wie ich vorankomme? Naja. Ui, was ist passiert? Ich fliege durch die Zeit. Wir haben gerade... Naja, also theoretisch hast du was verpasst, Nagi. Denn wir sind aus Versehen ganz weit am Anfang gelandet. Wir waren ja eigentlich hier so ungefähr. Und plötzlich, als wir das grüne Buch... Ich weiß nicht, wenn ihr euch noch an der Bird Story erinnert, das Buch, aus dem wir den Papierfalter gebaut haben. Dort haben wir... Ja, die Seiten rausgerissen und diesen riesen Papierfalter gebaut. Und das Buch, das haben wir angequatscht. Das war nämlich ein Memory Link. Nee, das sind keine Memory Links. Das sind dann ein Memento. Und das hat uns in die Kindheit von Colin zurückgeschleudert. Dahin, wo wir bei A Bird Story waren. Jetzt hat er komischerweise diesen Hund, Rudog, The Red Nose Corgi. Und wir fragen uns alle, warum sind wir so weit zurück? Und kommen wir hier überhaupt noch raus? Maybe. Yes or maybe not. Also so viel dazu. Alles gut. So. Ja, bei mir ist auch. Also ich habe, man hört es vielleicht ein bisschen, ich habe Dinge getan. Und ich habe Dinge getan. Ich, habe unter anderem ein wenig am Stream rumgeschraubt. Man muss nachher unbedingt nochmal die Folgen auf YouTube weiter veröffentlichen. Das hat sich jetzt nämlich ein bisschen zurückgezogen. Aber sonst, also ist ein bisschen was zu tun noch. Aber eigentlich, ach ja, und es ist etwas warm hier drin. Es sind in Anführungsstrichen nur 26 Grad, aber auch die können etwas warm werden. Meine Kühlung funktioniert im Moment nicht. Beziehungsweise ich habe sie nicht an. Ich habe nichts extra angeschaltet. Deswegen. Naja. Hui. So, dann haben wir Putt. Oh, wir haben Putt. Ja, wir können mal The New Putt ausprobieren. Pass auf, ich mache mich extra dafür groß. Hallo. Ich bin jetzt groß. Also ich kann wachsen. Und dann machen wir den hier und dann hoffen wir... Putt gelöst. Ja, es funktioniert. Schön. So, okay, cool. Das funktioniert. I love it. So. Dann hier.
Also wie gesagt, ich will aktuell erstmal nur diesen kleinen Shoutout machen, gucken, ob das funktioniert. Es funktioniert offensichtlich. Knuffi KI, was? Den kenne ich nicht. Wer ist das? Wer ist das? So, Back to the Future. Ja, so ähnlich. Jetzt mal in den Lurk, weil Spoiler. Oh, Foxy, willst du das auch noch spielen? Dann viel Spaß im Lurk. Es lohnt sich auf jeden Fall. Kannst du theoretisch gleich alles auf, zum Beispiel auf GOG, auf Steam gibt es das sonst auch. Je nachdem, was man jetzt eher bevorzugt. Aber ja. Viel Spaß im Lurk und danke fürs Pat-Pat. So, und jetzt ist der Chat durch. Und ich aktualisiere GOG Galaxy später. Hui. Hier mal die Dinger durchfliegen. Ich lieb's. Auch wenn es noch nicht perfekt ist, aber... Naja, ich denke mal, dass Suvi bestimmt irgendwann nochmal nachliefert. Weil ich brauche keine Skyboxen. Was brauche ich nicht? Ich brauche hier anderen tollen Kram. So, gut. Also. Wenn er tot wäre... Colin... Moment, wir müssen kurz warten, bis Radeon wieder weg ist. Ich muss das echt mal ausschalten. Ich kann sonst den Text nicht lesen. Also, wenn Colin tot wäre, wie könnten wir dann Jahrzehnte später hier stehen? Vielleicht ist es sein Zwillingsbruder. Zu früh, Mann. Nun ja, ich schätze, es ist doch schon eine Weile her. Eine ganze Weile. Trotzdem ziemlich taktlos. Ah, der Zwillingsbruder hier von To the Moon. Okay, ach, er schläft. Hä, ist er so müde gewesen vom Dingens oder was? Vom Spielen offensichtlich. Aber Mutti und Vati gehen beide abends arbeiten? Also die... Oder? Also wir sind uns doch einig, dass es abends ist. Und die gehen jetzt nochmal arbeiten, oder was? Was machen die? Will ich das wissen, was die machen? Das sind bestimmt Profikiller. Geheimagenten. Komm ich hier raus? Nee. Warum ist denn der Hutständer so weit vorne hier? Guck mal, hier kann man sich ja noch voll hinter verstecken. Und ich weiß immer noch nicht, was hier ist. Ich denke ja, aber vermutlich... Nee, da muss irgendwas sein. Ich denke, ich wollte gerade wieder sagen, vermutlich das Bad von einer anderen Wohnung. Aber nein, wir sind ja am Ende. Ach, ich habe schon alle voll. Und der Papierflieger ist nicht das Memento? Dann ist es bestimmt Rudog. Nee, Moment, den hätte ich ja schon angequatscht. Bestimmt da das... Oh, dieses Glas. Das ist bestimmt wieder ein Gurkenglas. Boing, boing, boing. Ein Glas voll Kleingeld. Oh, Kleingeld! Bücher auch nicht. Hä? Der Plüschhund, was ist hier das Memento? Boink, boink, boink. Hier, der Lichtschalter bestimmt. Nee. Der Schrank, nee, irgendwas im Badezimmer? Die Lampe, der Herd? Nee, es muss ja ein Gegenstand sein. Ach, bestimmt in seinem Zimmerchen, oder? Geh trotzdem mal ins Bad. Die Toilette bestimmt. Das Licht, die Badewanne. Die Badewanne 2, das Waschbecken. Ja, dann muss es in deinem Zimmer sein. I hope, I hope. Hier, das da vielleicht? Nö. Das da? Nö. Ach, ich weiß doch schon, was es ist. Er. Wir haben ihn doch schon angequatscht. Guck mal, da reißt er das raus. Faltet. Macht einen Papierflieger draus. Ja, ist das Memento. Was zum... Ist das nicht schon die am weitesten zurückliegende Erinnerung? Ja, Das geht immer noch mehr, ne? Bin ja mal gespannt. Moment mal.
Mir ist gerade was klar geworden. Hä? Vor ein paar Erinnerungen im Gästehaus von Sigismund. Oh nein, ach, das musste ja kommen. Und der Boss meinte, er setzt seine besten Leute auf den Fall an. Das ist schon eine Ewigkeit her, Neil. Aber damit hat er gar nicht uns gemeint, oder? Denn ursprünglich sollte Colin behandelt werden von... Roxanne und Rob, verflucht nochmal! Ja, lass es einfach sein, Mann. So ein Dollarzeichen, Raute, Ausrufezeichen, Prozentzeichen, Dreck. Okay, komm wieder runter. Nein, ich bin die pure Wut! Was? Alles klar, jetzt geht's los. Kami? Oh, Moment, das muss ich. Kami? Hami, unterbrich mich nicht. Hadouken! Wow, du hast dich gesteigert. Jetzt können uns zwei Unternehmen gleichzeitig verklagen. Ah, tut mir leid, Eva. Aber ich kann dich einfach nicht im Glauben lassen, ich sei ein Langweiler geworden. Man könnte auch sagen, du hast dir das selbst zuzuschreiben. Nein, Neil. Das kann man nun wirklich nicht sagen. Okay. Ah, das war so klar. Ich find's schön. Ich weiß natürlich nicht, welche Unternehmen. Da habe ich gerade keine Eintragung. Ich habe hier zwei Bücher. Okay, ich muss auf jeden Fall irgendwas mit den... hier, mit den Dingern machen. Ach, guck mal, das reicht schon. Der Papierflieger, ein mächtiger Gegenstand. Und weil wir eigentlich schon hier sind, ich aber glaube ich noch kein Command dafür gemacht habe, glaube ich, mach das einfach mal, weil warum nicht? Ich lasse es einfach gespeichert. Ling, 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 Papierflieger. Jupp. So, ich brauche dich. Komm. Ist das richtig so? Ja, doch. Nö, das ist schon richtig so. Redeems. Mache ich das als Redeem? Ja, doch, theoretisch schon. Das ist irgendwas, was man mal irgendwann redeemen kann. Huch. Es wird langsam ein bisschen unübersichtlich, habe ich das Gefühl. Ich müsste das echt nochmal irgendwie neu sortieren, dass ich die Props, glaube ich, am Ende hinpacke und nicht... Naja, so, Duplicate. Ich brauche mal den Papierflieger. So, Toggle. Und dann machen wir einfach ein Command. So, Moderator. Und es ist, Papierflieger. Weil ich Chlor. Gucken wir mal kurz aus. Papierflieger. Jawollo. Hat funktioniert. Wunderschön. So. Also mit der Kraft des Papierfliegers in meinem Haar werde ich jetzt dieses Memento aktivieren. Wupp, wupp. Okay, mal schauen, wo das hinführt. Okay. Nach vorne. Oh, er fliegt noch. Und wir sind wieder im Alter. Wow! Atlanta Center, Cactus 135, Cruise and Flight Level 360. Gott, jetzt wird's aber witzig, interessant hier.
Ah, Cactus, 135, Atlantis Center, Roger. Ultimate is heading, 3017, have a good flight. Ultimator 3015. Thank you, Cactus. 135. Da sind mir viel zu viele Threes und Ones und Fives drin. Tja, uns kommt ein ordentlicher Rückenwind zu Hilfe. Er hat, glaube ich, gerade seine Flughöhe durchgegeben. Er ist auf 3015 Fuß, nehme ich an. Oder Meter? Er hat Ultimator gesagt. Aber das Ultimator ist halt das, naja, das Höhen, der Höhenmesser. Jetzt, wo wir im Reiseflug sind, aber 3000, nee, 3000 Fuß ist zu wenig. Das müssen schon Meter sein. Also 3 Kilometer. Ja gut, wenn er eine Reiseflughöhe, je nachdem, wo er hinfliegt, beziehungsweise was für eine Maschine er fliegt. Er scheint mir jetzt nicht so eine allzu große Maschine zu fliegen, beziehungsweise vermutlich eine Propellermaschine. Dann sind 3 Kilometer schon ganz ordentlich. Sir, wo wir jetzt im Reiseflug sind. Da wollte ich nur sagen, es ist mir eine Ehre, als Ihr Co-Pilot auf Ihrem letzten Flug dabei zu sein. Das ist vielleicht mein erster Flug als Co-Pilot, aber ich werde Sie nicht enttäuschen. Keine Sorge. Schon irgendwie poetisch. Sie reichen den Stab weiter und so. Aber eins sollten Sie wissen. Als mein Co-Pilot möchte ich stets nur zwei Dinge von Ihnen hören. Zwei Dinge, Sir? Yep. Und zwar, jawohl, Captain, und Fahrwerk ausgefahren. Ha, sehr witzig, Sir. Was habe ich gerade gesagt? Jawohl, Captain. Ja, ich mach doch nur Witze. Ich musste nur daran denken, wie ich meinen ersten Flug als Co-Pilot bestritten habe. Mehr nicht. Junge, Junge. Mein Captain war nicht ganz richtig im Kopf. Jawohl, Captain. Sie wissen doch, dass es ein Witz war, oder? Jawohl, Captain. Das ist genau mein Humor. Ich lieb's. Okay. Hey, ich würde gerne meine Frau und meinen Sohn dazu holen, wenn es ihnen nichts ausmacht. Das ist schließlich mein letzter Flug. Diesen Ausblick werden sie nicht noch einmal zu sehen bekommen. Jawohl, Captain. Irene, würden Sie meine Familie hereinholen? Dankeschön. Ach, das war noch Zeiten, ne? Okay. Hier ist der Co-Pilot. Can I drive the Flugzeug? Nee. Was ist das? Sieht aus wie ein Aal. Was ist das? Die Flugsicherheitsbestimmungen früher waren noch vergleichsweise locker, was? Tja, die Zeiten ändern sich. Was ist das? Ich finde, das sieht aus wie ein Fisch. Haben die hier gar keine Toilette drin? Ach nee, die konnten ja einfach rausgehen damals. Komm, ich mach die Tür auf. Oh, da ist mehr stickige Luft drin. Ich mach mal ein Fenster auf. Ihn kann ich nicht anquatschen. Okay, cool. Okay, aha, aha. Irene heißt also seine Frau. Und, wie hieß der Sohn noch gleich? Albert? Nee. Alvin? Nee. Anchor? Nee. Wie hieß der noch gleich? Irgendwas mit Und was meint ihr beiden? Eine letzte Runde? Ach nee, Irene. Stimmt, die hieß Sophia. Ich wollte gerade sagen, Irene macht wenig Sinn. Irene war die Flugbegleiterin. Sind deine Vorgesetzten einverstanden? Ist schon genehmigt. Von wegen besonderer Anlass und so. Asher war's. Da hörst du's, Mom. Los, los. Ich will auch mit rausgucken.
Oh, wie gechillt. Er dort lehnt. Und? Wirst du diesen Ausblick vermissen? Aus den großen Vögeln? Sicher. Aber ich gebe ja nicht den Himmel auf. Oh, fang jetzt nicht an, diese kleinen Flugzeuge zu mieten. Mir ist nicht wohl dabei, wenn du die fliegst. Apropos, ich wünschte, sie hätten dir ein größeres Flugzeug für den letzten Flug deiner Laufbahn gegeben. Wie einen von diesen riesigen, doppelstöckigen Jumbos. Ah. Und dieses. Spezielle Flugzeug habe ich selbst gebeten. Hier drin hatte ich meinen ersten Flug mit der Airline. Das war eine andere Zeit damals. Eine Zeit mit massig Erdnüssen. Och, wie ich die vermisse. Weißt du, Dad? Du fliegst schon jahrelang und hast mir nie erzählt, warum du überhaupt Hauptpilot geworden bist. Oh, hab ich wohl nicht, hm? Psst. Sag's nicht deiner Mutter, aber... Ich wollte damit ein Mädchen beeindrucken. Ja? Hat es denn geklappt? Klar, wohl schon. Oh, bitte. So wie sich dein Vater benommen hat, bezweifle ich, dass er vor mir überhaupt eine Freundin hatte. Was hast du dem entgegenzusetzen, Dad? Hey, hey, Fia. Fang jetzt nicht an, vor unserem Sohn Gerüchte in die Welt zu setzen. Nur, dass du es weißt, ich war damals ein ziemlicher Draufgänger. Captain, darf ich Sie daran erinnern, dass der Flugschreiber eine Aufzeichnung von uns macht? Ach, danke für die Erinnerung. Nehmt gleich mit in die Aufzeichnung auf. Das. Okay, schön. Nehmt gleich mit in die Aufzeichnung auf, dass mein Bizeps der helle Wahnsinn ist. Nein, 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 das ist er nun wirklich nicht. Oh, doch, doch. Als ich vorhin beim Takeoff an der Steuersäule gezogen habe, habe ich praktisch das gesamte Flugzeug vom Boden abgehoben. Nicht wahr, Peyton? Jawohl, Captain. Ach ja, dann will ich euch mal eine Geschichte erzählen. Wie ich einmal ein Glas Gurken... Okay, für die Landung brauchen wir ein freies Cockpit. Bringen wir euch beide mal zurück zu euren Sitzen. Na, 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 mit euch. Kusch, kusch. Sir, wir landen erst in ein paar Stunden. Ich weiß. Ja, mega. Okay, zwei. Was pfeifst du da? Neil, was machst du da? Mach keine... Ach, das, nee, ach, das ist der Notsitz. Der war irgendwie hochgeklappt oder so. Also, kommst du jetzt mit oder nicht? Nö, mir gefällt die Aussicht. Ich dachte, du hast Höhenangst. Nur wenn ich nicht in einem Flugzeug bin. Warum schließt du nicht die Erinnerung ab und ich komme dann gleich nach? Meinst du das ernst? Es läuft in einer Endlosschleife. Ja, aber der Blick aus diesem Sitz heraus ist einfach absolut himmlisch. Ja, und ich bemitleide dich und all die armen Seelen, die nicht sehen können, wie der Horizont den Himmel. Ach, komm mir nicht mit so einem Salatkopf. Oder ist das eine Schildkröte? Komm mir nicht mit so einem Eisbergsalat. Ach, wow. Ich dachte gerade, hä? Der macht einfach... Okay, der macht einfach so... während des Fluges die Tür auf. Gar kein Problem. Sollte ich erwähnen, dass das in 10.000 Metern Höhe nicht funktioniert, aufgrund des Außendrucks, der auf die Tür drückt. Ich glaube, da lasten so 2 bis 3 Tonnen auf der Tür. Also wenn du die aufkriegen würdest, das wäre wild. Das wäre tatsächlich wild, weil du dann rausgesogen würdest vermutlich. Beziehungsweise sehr, sehr, sehr windig plötzlich wird in der Kabine, aber naja, das passiert ja zum Glück nicht. Aber darunter irgendwann natürlich theoretisch wäre das, glaube ich, schon machbar. Danke für den angenehmen Flug, Sir. Auf Wiedersehen. Einen guten Tag noch. Oh,
Hallo, Kleiner. Colin, halt die Stimme. Ah ja, okay. Hallo, Kleiner. Einen guten Tag. So eine miese Landung. Tut mir leid. Die war etwas hart. Ich bin schon besser gelandet. Der Wind war... Dauernd schlechte Landung erhalten. Seine letzte Landung war hart. Aber fair. Okay, tschüss. Ciao, beehren Sie uns bald wieder. Ciao, Wowi. Wowi, ciao. Ich will auch mit raus. Macht's gut, ihr Trottel. Oh, ich kann tatsächlich raus. Nee, ich wollte gar nicht raus. Ich wollte hier noch gucken. Oh, er chillt hier auch. Okay, also, cool. Fühlt er sich jetzt? Nee, okay. Ah, das sind seine Verwandtschaft. Oh, auch ein Cello-Spieler, was? Komm, lass mich das für dich tragen. Die nehmen die Gepäckstücke direkt neben dem Flugzeug? Auf, okay. Danke sehr, Sir. Toll. Können Sie gut spielen? Ha, nicht wirklich. Meine Frau ist die wahre Musikerin in unserer Familie. Aber ein schönes Instrument. Als Kind habe ich es geliebt, darauf zu spielen. Er spielte Cello. Jeden Tag in unserer Gegend. Als Kind liebte Colin es, Cello zu spielen. Und bedauernd, eine schlechte Landung. Die letzte Landung in Colins Laufbahn als Pilot war nicht gerade herausragend. Was ist mit der Anomalie? Irgendwas stört die Reise. Achso, ja. Oh, ich will aber nochmal weiterlaufen. Aber ich komme hier nicht durch. Alles so fett hier. Oder ich bin. Vermutlich ich. Vorbereiten. Okay, ich brauche das da. Ja, das ist ja easy. Da musst du schon mit was anderem kommen. Ein Cello-Koffer. Noch nicht, warte mal. Kann ich jetzt vielleicht da durch? Nein. Schade. Was ist los? Mensch, ich war gerade dabei. So, ja, ich wollte eigentlich noch ins Cockpit. Ich hätte ja noch ins Cockpit gucken können, ne? Oh, wir sind wieder. Wir springen schon wieder. Wie sind wir schon wieder in seine Kindheitserinnerung gesprungen? Und diesmal ist das Memento noch nicht mal das Buch. Hat die Maschine irgendeine Fehlfunktion, Neil? Das liegt nicht an der Maschine. Zumindest denke ich nicht, dass es an ihr liegt. Naja, zumindest wissen wir jetzt, dass wir zurückgehen können, schätze ich. Wollen wir nur hoffen, dass es uns nicht dabei stört, diesen Job abzuschließen. Entspann dich, das kriegen wir schon hin. Ich spielte Xylophon. 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 Es ist ganz sicher nichts anderes übrig, Mrs. Miller. Nein. Nein. Das ist ein Instrument. Gewöhn dich an den Gedanken. Boah, was für eine miese. Schmiese Tante. Als Kind habe ich es geliebt, darauf zu spielen. Ha, von wegen. Ene mene mu, ein Lügner, das bist du. Wow, du gehörst in die Unterstufe. Vergessen wir mal deine kindischen Seiten, liebe Eva. Mir fällt gerade etwas anderes auf. Hier fühle ich mich irgendwie, als wäre ich auf dem Set von irgendeinem französischen Indie-Film. Was? Was an diesem Ort lässt sich bitteschön so fühlen? Ich weiß nicht. Nur sein Gefühl. Vielleicht ist es immer dieser Sepia-Effekt, der überall drauf liegt. Oder diese französische Musik, die so hart geprickelt in meine Gehörgang.
Oui, oui. Je ne sais pas. Je suis un baguette. Une baguette fromage. Quatre fromages. Les damers. Les idées. Les gouda. Et les bibibes. Oui, oui. Hey, nicht schubsen! Ich will die Violine, die lässt sich so leicht tragen. Ich nehme die Flöte, die passt in meinen Rucksack. Ach so, ach er. Wow, ich dachte gerade, das wäre ein Mädchen irgendwie. Ich dachte, das ist der Koffer. Ich dachte, das wären seine Haare unten. Okay, wow. Die lässt sich so leicht tragen. Und er immer dieses riesen Cello da, ey. Ja, moin. Aber wo geht er hin? Moment. Ich kenne ja diese... Moment, ich kenne diese Schule. Hey, die ist aus To the Moon. Ach nee, gar nicht wahr. Wir hatten die Schule ja auch in der Bird Story. Ich habe nichts gesagt. Hast du das gesehen? Trägt er das Ding oder trägt es ihn? Von hinten wirkt es, als sei da nur ein schwebender Koffer. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich mag total diese Spinte mit den Bäumen vermischt. Und hier der Schulhof. Ich würde mich freuen, wenn es sowas in echt gäbe. So, hier läuft wieder das Kind durch die Gegend. Und er läuft jetzt einfach nach Hause. Er ist schon... Wow, das ist ja zum Fremdschämen. Eva, warum kriegen wir all diese Loser als Kunden? Ach, die kennen das ja noch gar... Ich denke gerade, hä? Wir kennen das doch alles schon. Aber ja, natürlich Neil und Rosaline kennen das ja noch nicht. Die haben ja A Bird Story gar nicht gespielt. Sollten die mal tun. Vielleicht, weil du Volltrottel hier bist. Oh, also unter dem Gausschen Gesetz für Magnetfelder ist das ein nettes Kompliment. Was? Lassen wir ihn allein. Oh, ist er ja schon. Wow. Wow, Neil. Du warst bestimmt auch, das Kind auf der Seite der Schaukel. Der Wippe. Du hast zu nah am Haus reingeschaukelt. Hä, er ist hier hinten hingeladen laufen. Aber hier ist nichts. Das bedeutet, dass mein Weg hier noch nicht... Ich habe ja noch zwei Mementos, aber wo? Ich quatsch einfach mal alles an. Oder ich kann auch die Kinder ankommen. Okay. Vielleicht die Kinder anquatschen, ob das hilft? Achso, nee. Anquatschen ist nicht, ich kann nur durchlaufen. Kann ich das Kind irgendwie aufhalten? Ja. Nee. Aber hier ist, also hier auf dem Schulhof ist nichts weiter. Außer die Wippe, vielleicht kann ich noch die andere Seite anquatschen, nee. Hä? So ein Gefühl, dass das hier keine exakten Nachbildungen der Wirklichkeit sind. Es ist, als ob seine Erinnerungen sich erlauben, alles künstlerisch frei zu vermischen. Ich dachte, die Maschine hat eingebaute Public Domain Datenstabilisierer, die das verhindern sollten. Ja, aber vielleicht sind die kaputt. Vielleicht? Du bist doch dir der technische Fachmann. Ja, ich, Ich sehe mir das hinterher mal an. Aha. Kann ich wieder rein? Oh, Tatsache. Da wäre ich aber auch nicht schlauer draus. Da ist doch noch was. Guck mal, da. Ah, da musste er vom Klassenraum stehen, oder? Was macht er denn da? Staubkörner zählen, schätze ich. Okay, ich kann rein. Hi, Kleiner. Colin!
denn? Ja, die Antwort lautet C. Was? Noch einmal. Welchen Radius hat der Kreis? Ja, C. Wo bist du nur mit deinen Gedanken, Colin? Geh und stell dich vor die Tür. Wow, was ist das denn für eine Schreckschraube, ey? Du passt nicht auf in meinem Unterricht, deswegen gehst du vor die Tür und verpasst noch mehr vom Unterricht. Macht total Sinn, Miss Parker. Sie sind eine gute Lehrerin. Vielleicht brauche ich langsam echt mal Knöpfe davon. Also, Miss Parker ist eine gute Lehrerin. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Danke. So. Geh und stell dich vor die Tür. Oh, wow. Oh, was ist das? Geh und stell dich vor die Tür. Was ist das? Das könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. Gut, ich schätze, wir kommen daran, wenn wir einfach... Nein, ich krieg das hin. Lass mich mal machen. Lass mich mal versuchen, was? Kommt ihr nicht an die Uhr ran, oder was? Du kannst ja auch hier einfach vielleicht den Tisch nehmen, den Stuhl vielleicht. Oder einfach rausgehen. Warte, und ich werde uns irgendwie zu der Uhr bringen. Was? Hä? Mit der Pflanze vielleicht? Oder mit einem Stuhl? Hä? Was hat der vor? Wenn ich Neil wäre, wüsste ich ja, was er vorhat, aber ich bin nur nicht Neil. Ich habe keinen Plan, was der vorhat. Ich quatsche einfach alles an jetzt. Hä? Kann ich aber jetzt irgendjemanden seinen Stuhl klauen? Kann ich durch das Fenster irgendwie? Nee. Es muss irgendeinen Trick geben, um da ranzukommen. Ach, Mann, nee. Vor die Tür, hä? Lass mich mal versuchen, kann ich aus dem Inventar irgendwas nehmen? Nee. Habe ich nur den Kontrollmonitor und sonst habe ich ja nur Notizen. Spiel, rede mit mir, was möchtest du von mir? Hä? Ich versteh's nicht. Also ich quatsch den Stuhl, ich quatsch hier alles an. Uns irgendwie zur Uhr bringen. Hä? Aber wie? Geh und stell dich vor die Tür. Ich verstehe es nicht. Ich hab nichts. Ich kann nichts machen. Ich hab nichts anderes. Ich muss irgendwas übersehen haben. Meint ihr ein Lineal vielleicht? Nee. Irgendwas von den Tischen? Hier irgendwas? Okay, dann sieh dir das mal an. Ist das etwa ein Zauberstab? Was? Wieso? Was? Hä? Halt, schalt erst die... Mobiliarus, Mobiliarbus, Lehrer, Tischus. Oh, du meine Güte! Meine Güte! Und absetzen.
Verflixt! Habt ihr das gerade gesehen, Kinder? Miel! Reset! Okay, zuerst mal schalte die reaktive Interaktivität ab, bevor du dir so etwas leistest. Zweitens, so lautet der Zauberspruch nicht mal. Nein, er lautet natürlich... Oh, Leviosa! Wingardium Leviosa! Doch, tut er! Hast du gesehen, wie das Ding geflogen ist? Sie haben das jedenfalls, du Dorftrottel. Was? Achso, sie haben das gesehen, ja. Wow, jetzt kann ich auf den Tisch. Hallo, Uhr. Was? Ach, nichts. Ich hab wohl erwartet, dass du gleich wieder Unsinn von dir gibst. Iva, hast du eine Ahnung, wie anstrengend es ist, ein Kamehameha und einen Hadouk gleichzeitig zu schleudern? Ich meine, ich weiß, dass ich ein Profi bin, aber sogar ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Oh ja. Darf ich mit? Ja. Mann, das wird ja echt immer crazier hier. Ling, 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 ling. Oh, komm mal, Double. Ah, das hat nicht gereicht. Mhm, okay. Okay, das war ihm nicht genug. Auch nicht. Okay. Ich muss offensichtlich die Uhren zusammenpacken. Okay, das hatte ich noch nie. Es ist 3 Uhr. Beim nächsten Ton ist es 3 Uhr nachmittags. Lass mal hier raus. Es ist Feierabend. Schule ist aus. Ich gehe nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Kabum. Oh. Das sieht wieder nach der Wohnung aus. Sind wir schon wieder im Alter? Nun ja. Und das ist sie, die perfekte Wohnung für den Ruhestand. Das sind wir allerdings. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wie das läuft. Hm? Ich meine, wir sind ja nicht nur zufällig vor- und zurückgesprungen, oh, stimmt's? Es gibt ein Muster. Oh, it's a Muster. Bei all unseren Patienten haben wir mit dem Punkt in jüngster Vergangenheit angefangen und uns schrittweise vorgearbeitet. Und in diesem Fall hat es auch so begonnen. Bei den ersten paar Erinnerungen aus seinem hohen Alter war alles ganz normal. Aber dann wurden wir irgendwie zurückgeschleudert. Ganz bis zu seiner frühesten zugänglichen Erinnerung. Die haben wir abgeschlossen und sind dann wieder zurückgesprungen. In sein Alter, wo wir zuletzt waren. Danach ging es wieder in die jungen Jahre, weiter voran. Und einmal mehr ins Alter und weiter zurück. Diese Sprünge haben keine zufällige Anordnung und sie folgen nicht einfach irgendeinem Muster. Es ist das Muster eines sich verringernden Orbits. Es ist fast so, als ob uns etwas anzieht und wir auf ein Gravitationszentrum zustrudeln. Du meintest trudeln, aber ja,
Und was ist ein Gravitationszentrum? Was? Mal abgesehen vom für Physik unpassenden Kontext, was glaubst du steckt dahinter? Irgendein, ach so tiefsinniges Ereignis, voll melodramatischer Pein, das unserem werten Herrn hier traumatisiert hat? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja so eine Erinnerung. Aber vielleicht ist es auch etwas anderes. Was anderes? Was soll dir denn noch sein, außer Erinnerung? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Es ist nur, wir haben viele Patienten gehabt und nie hat eine Erinnerung so etwas ausgelöst. Na gut, ich schätze mal, das hier ist dann keine Routine. Wir werden sehen. Wir werden schon sehen. Zeit, Dr. Rosalyn. Mir ist, als wären Sie gerade angekommen. Was geht hier ab? Fred, wer ist Fred? Und wie Sie sehen, ist das der Grund, wieso das Haus Lakeview Residence heißt. Ich meine, Sie können es nicht wortwörtlich sehen, weil der See hinter uns liegt auf der anderen Seite, aber wenn Sie links auf dem Balkon einen Langhals machen, sehen Sie vielleicht ein bisschen vom See. Aber tun Sie das nicht. Sie würden herunterfallen. Okay, weiter geht's. Ah, Fred ist der Makler. Okay, er macht Langhals oder macht er... Nur große Augen. Ich glaube, er macht nur großes Auge. War das nicht gerade noch nur eine Broschüre? Tja, er hat sie wohl gerade gefaltet. Wo liegt das Problem? Nun, wenn ich das richtig sehe, ist es ein Memento. Da das ein Memento ist, ist es irgendwie seltsam, dass es materialisiert ist, ohne dass wir es bemerken. Jedenfalls, wenigstens ist es praktisch so. Ich habe keinen anderen Ausweg aus dieser Erinnerung gesehen. Also, was halten Sie davon? Nun ja, sie ist schön und ruhig. Mir gefällt sie. Mir auch, aber... Sie hätte mir noch besser gefallen, wenn Sie einfach den Mund gehalten hätten, Fred. Ja, das war nicht gerade hilfreich. Nicht im geringsten. Wenn Sie nicht der Bruder des Freundes meines Cousins wären, wären wir hier schon rausspaziert. Oder eher rausgerannt. Tut mir leid, ich bin kein guter Verkäufer. Also, verzeihen Sie meine Direktheit, aber nehmen Sie sie? Denn es gibt eine Kaution, wissen Sie, und theoretisch könnte ich mich damit aus dem Staub machen, aber ich verspreche... Reden Sie nicht weiter. Wir nehmen sie. Gott sei Dank. Meine Frau hätte mich umgebracht, wenn ich diesen Monat wieder nichts verkauft hätte. Okay, wild. Ich hätte es aber genauso gemacht. Sie sagten, dass Sie Musiker sind, nicht wahr? Dieser Raum eignet sich perfekt für Konzerte. Allerdings ist kaum Platz für Publikum, also würden Sie wohl allein spielen. Was irgendwie traurig ist, aber ich schweife ab. Okay, alles klar. Ich mag Fred irgendwie. Und Vorsicht wegen der Stufen. Aber anscheinend haben sie Raketenhüften. Also ist das kein Problem. Aha. Ja. Ja. Okay. Ein Schlafzimmer mit Balkon und für Stauraum gibt es einen Dachboden.
Wie oft gibt es Wohnungen mit Dachboden, hm? Und dann noch der Seeblick. Aber ich dachte, der See ist auf der anderen Seite des Gebäudes. Ja, aber dies ist eine Eckwohnung. Sie können ihn sehen, wenn Sie auf dem Balkon einen Spiegel rausstrecken. Bitteschön, eine Broschüre für Sie. Ist es ruhig hier? Oh ja, Ma'am, hier herrscht Grabesstille. Ich meine, ja, es ist friedlich. Tut mir leid, ich arbeite das erste Mal als Makler. Makler, Makler, Makler. Und das ist die Küche. Achten Sie auf die Wände. Wie Sie sehen, gab es hier noch keinen einzigen Brand. Klar, wenn doch, wäre hier auch alles abgebrannt, da hier viel Holz verbaut wurde. Ja, ich meine, natürlich wird das nicht passieren, denn Sie sind bestimmt vorsichtig, stimmt's? Ich schätze, was ich sagen will ist, Brandschutz ist sehr wichtig. Hm? Ja, das ist in der Tat, Brandschutz ist wichtig. Hören Sie, es tut mir leid, ich bin noch ganz neu im Job. Ganz neu im Job, ja. Im Job meinst du, Job, Job. Job, Job, Job. Job, Job. Ah, der Dachboden. Ein Dachboden in einer Wohnung? Ist das nicht fantastisch? Ich glaube, dieses Stockwerk wird ansonsten für die Heizung und die Versorgungseinrichtung des Gebäudes verwendet. Wenn irgendwas im Gebäude explodiert, dann wäre das wohl ziemlich nah hier dran. Okay, ich versuche gar nicht, mich vor den merkwürdigen Erinnerungssprüngen zu gruseln. Aber das hilft nicht. Andererseits ist es schon etwas seltsam, dass sie nur einen Dachboden ausgebaut hat, dass sie nur einen Dachboden ausgebaut haben. Mysteriös. Naja, wenn hier halt Platz war, warum nicht? Gut, wir haben alle Erinnerungen da. Gehen wir runter. Wo ist denn die? Oh, wie schön. Es funktioniert. Ja, toll. Oh, ich fühle mich etwas langsam im Moment. So. Gucken wir mal. Haben wir noch einen Papierflieger hier? Einmal vorbereiten. Oh ja. Keine Ahnung warum, aber irgendwie ist aktuell gerade ein bisschen... Ist vielleicht ein bisschen, ne? Ist ein bisschen warm. Nein, alle Temperaturen im angenehmen Bereich. Okay, ich finde immer dieses, sag mal, dieses Symbol, ne, mit dem Papierflieger. Es gibt doch ein Programm, das sieht so aus. Aber welches ist das? Irgend so ein Apple-Programm? Kann das sein? Papierflieger? Hm. Das kommt mir auf jeden Fall verdammt bekannt vor. Ja, was mache ich jetzt, Ach, das war's? Okay. Ich glaube, ich muss immer bestimmte Dinger finden, glaube ich. Oder vielleicht haben die Farben was zu bedeuten. Rot ist am stärksten, oder ich weiß nicht. Bin noch nicht ganz dahinter gestiegen. Wir sind wieder in seiner Kindheit. Und wieder zurückgeschleudert, was? Ja, deine Theorie ergibt immer noch Sinn. Okay, lass uns wetten. Was? Na, wir wetten darum, was diese Anomalie verursacht hat. Deine Theorien gegen meine. Hast du nichts Besseres zu tun?
dann darf ich ihm zuerst meine Theorie nennen. Ich wette $10, dass es um ein Mädchen geht. Bist du jetzt auf einmal ein Romantiker geworden? Nö, bloß ist es doch so. Bei sowas geht's immer um ein Mädchen. Ich würde ihm recht geben. Es geht nicht immer um ein Mädchen, Neil. Außerdem haben wir sicherlich genug von seinen eigenen Erinnerungen gesehen, um zu wissen, dass er glücklich verheiratet ist und... Hey! Ach nee. Schau mal, einer guck. Faye. Wer ist Faye? Was machst du denn heute da oben? Ja, genau. Du. Ich mag es immer, wie die so blinzeln. Jeden Tag sehe ich dich da oben stehen. Was guckst du dir da immer an? Da bist du ja. Und hast du einen Namen? Du hast doch einen Namen, oder? Colin! Was? Ich höre dich nicht! Ich sagte, ich heiße Colin! Ich weiß gar nicht, nee. Irgendwie, weiß nicht, ich kann schlechte Häuserschluchten nachmachen. Ich sagte, ich heiße Colin! Hä? Was macht ein Collie? Was? Nein! Lass mich schnell... Warte mal, ich bin gleich wieder da. Erstmal den Hund nehmen, das ist ganz wichtig. Faye, aber Faye ist nicht Sophia. Aha. Er hat ihr irgendwas versprochen. Dann haben die sich irgendwie aus den Augen verloren. Und dann, keine Ahnung, I don't know. Oder, weiß ich nicht, irgendwas in der Mitte. Das ist ja relativ in der Mitte. Wir machen ja diese Spirale und... Naja. Wirbel, Wirbel, Wirbel. Okay, pass auf, wir laufen ihm hinterher. Oder auch nicht. Es ist ein Plüsch-Roo-Dog. Sieht nicht aus, als ob er viel damit spielt. Armer Roo-Dog. Vor allen Dingen, ich kenne Roo-Dog gar nicht. Also er hatte den nicht, als A Bird Story lief. Hier noch ein Papierflieger, ja. Hey, ich werfe jetzt diesen Papierflieger rüber. Da habe ich was draufgeschrieben. Einfach fangen, okay? Ich wollte gerade sagen, sprich doch einfach lauter, aber... Okay? Okay, dann los. Hui. Oh. Ihr könntet euch auch einfach unten auf dem Erdboden treffen, ne? Wisst ihr schon, ihr könntet die Wohnung auch verlassen. Ganz wilde Theorie, ich weiß. Aber, naja. Warte mal. Oh, dieser dumme Junge hat keinen Respekt vor den Gesetzen der Physik. Er ist höchstens 9, Neil. Hey, das macht nichts. Du musst dich konzentrieren, okay? Schau einfach nur auf mich. Und wirf so fest, wie du kannst. Wenn du dich genug anstrengst, schaffst du es bestimmt. Ich glaube an dich. Oh, sie glaubt an mich. Okay, okay. Ich schaff das. Dann los. Und... Let's go! Fump!
Oh, sad. Oh. Wie sie sich bekeckt, ey. Was ist denn mit ihr? Du hättest die Entschlossenheit in deinem Gesicht sehen sollen. Das ist nicht lustig. Du kannst nicht gegen den Wind anwerfen, du Dummerchen. Egal, wie sehr du dich anstrengst. Was hast du dir aber wieder gedacht? Was passiert? Ich geh rein. Okay, warte. Warte doch, bleib hier. Also, Colin, stimmt's? Ich dachte, du hast mich nicht gehört. Tja, nun, ich glaube, ich hab dich sogar auf dem Schulweg gesehen. Was hat das denn mit... Du gehst zu der... von hier aus hinter dem Wald liegt zu der Schule, richtig? Ja. Oh, tja, ich gehe zu dir direkt gegenüber, von deiner. Die Privatschule? Ganz genau. Du Glückspilz. Warum? Naja, weil die so exklusiv ist und so viel Geld kostet und so. Oh, das stimmt wohl. Aber alle da sind Snobs. Wirklich? Ich versuch bloß, dich aufzumuntern. Hey, lass uns doch nächstes Mal zusammen zur Schule gehen. Wieso? Weil ich dich mag, Dummerchen. Du bist zwar dumm, aber nicht zu dumm. Was soll das denn heißen? Außerdem, hast du von den Bärenangriffen im Wald gehört? Nein, ich habe höchstens Dachse gesehen. Was hast du denn gehört? Ach, ich habe auch nichts gehört. Aber darum bin ich ja hier. Darum bin ich ja gerade misstrauisch. Es ist ein bisschen zu ruhig. Jedenfalls haben wir praktisch den gleichen Weg, stimmt's? Wir sollten zusammenbleiben. Wahrscheinlich schon. Okay. Hä? Was war das denn? Sie ist einfach reingelaufen, als sie rausgekommen sind. Naja, es ist nichts Ungewöhnliches, wenn Kinder sich vor ihren Eltern fürchten. Als ich noch klein war, kannte ich mal ein Kind mit einer total gruseligen Mutter. Hab gesehen, wie sie ihm den Hintern mit einem Teigschaber versohlt hat. Ihre Brownies habe ich nie mehr gegessen. Faye. Wer ist Faye? Faye. Das Mädchen vom Balkon. Das Mädchen vom Balkon gegenüber ist nicht mehr da. Jetzt ist der Balkon leer. Sie ging, als ihre Eltern rauskamen, dass ich sie sah. Wie lange ist das jetzt her? Zwei Doktoren suchen unter der Uhr dort, weil es dort so schön blinkt. Und Colin liegt auf seinem Bettchen. Ob er wohl an das Mädchen denkt? Momento mal. Oh, noch eine Uhr. Wehe, du rührst doch nur einen Finger. Die übernehme ich. Lass sie mich wenigstens für dich abnehmen. Nein! Lass es einfach. Die hängt nicht mal so hoch. Wir müssen sie nicht abnehmen. Mann, ich will aber. Oh, ein Engel? Was? Ein Schneeengel auf dem Bett? Das Kind spinnt. Ja, total. Wup, wup, wup. Wup, wup. Ich kann fliegen. Okay, komm, wir packen da. Achso, ich habe gar nicht alle. Im Bücherregal liegt ein Plüsch-Rudog. Aha.
Da ist das Buch, ein grünes Notizbuch mit einem eingeklemmten Stift. Ja, aber hat nie was reingeschrieben, glaube ich. Okay, dann gehe ich mich in der Wohnung nochmal umgucken. Dort sitzt er immer noch mit Rudog. Oh, hier ist aber sehr wenig Platz. Da ist nichts. Ofen auch nicht. Oh, eine Notiz am... Eine verschwommene Notiz von Collins Mom. Die ich nicht lesen kann. Cool. Ah, der Fernseher. Dann wieder wünschte ich, ich hätte als Kind den Fernseher für mich allein gehabt. Für dich und für Rudog. Unser heutiges Klassik-Gitarrenkonzert präsentiert Miau Bamf. Miau, 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 Bamf. Warum kann unser Werbesong nicht so ein Ohrwurm sein? Das wäre traumhaft. Ich finde ja sowas schön, sowas wie... ich weiß auch nicht. La, 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 la. Oder... Ba, 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 ba. Oder Sigmund Corp, Sigismund Scorp. Die Firma. Das wäre schön. Oder besser als Burger King. Ah, nee, Moment. Irgendwie so. Das wäre traumhaft. Als nächstes in unserer Reihe alter Klassiker, der Pate. Warte mal, irgendwie will ich sehen, was jetzt kommt. Jetzt guckt der Pate. Stattdessen kommst du am Hochzeitstag meiner Tochter in mein Haus und bietest mich, einen Mord zu begehen. Für Geld. Wow, bisschen heftig für ein Kind. Oh Mann, schade, ich dachte, da kommt noch mehr. Ich werde dir ein Angebot machen, das du nicht ablehnen kannst. Ich dachte sowas irgendwie. Oh, was ist das? Wir spielen Cello. Jeden Tag auf der Toilette. Aber wie cool ist denn das? Die Kinder dürfen einfach ein Instrument mit nach Hause nehmen, oder was? Das ist doch schon irgendwie cool, aber ist auch irgendwie blöd, wenn jedes Kind ein Instrument lernt. Na, aber nö, das, eigentlich ist das gar nicht so. Aber die Kinder sollten schon das Instrument lernen irgendwie oder ausprobieren können, wo sie sich sehen irgendwie. Ich find's doof, dass man sagt, ey, nee, jetzt ist nur noch ein Instrument da hier, du kriegst das Cello. Aber auf der anderen Seite, stell dir mal vor, die ganze Klasse, das, wie viele sind immer so Klassen, 20, 25 Kinder, die wollen halt alle irgendwie ein Glockenspiel oder so und machen die ganze Zeit bling, 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 bling. Das wäre aber nicht so gut. Warum übt er im Badezimmer? Na, weil die Badezimmerakustik, weil die Badezimmerakustik dafür sorgt, dass der Ton fantastisch klingt. Klingt, als ob du dich auskennst. Als ich früher Triangel gespielt habe, habe ich das ständig gemacht. Bing, bing, bing. Klingt, als würde jemand singen. Klingt schön. Wow, nicht mal die berühmte Badezimmerakustik kann diesen Murks retten. Hä, das ist doch gerade erst nach Hause genommen. Wobei, weißt du, wie lange das dauert? Cello, vor allem Cello, Violine und so weiter. Das sind ja, das ist ja nochmal schwieriger zu spielen, weil die keine, nicht wie eine Gitarre, irgendwelche Bünde haben. Das heißt, du musst dir theoretisch merken, an welcher Stelle die Note perfekt klingt. Oder? Funktioniert das anders? Also, ich weiß auf jeden Fall, die haben keine Bünde. Also, von daher, auf einer Gitarre hast du ja innerhalb eines Bunds, egal wo du greifst,
die Note klingt halt immer gleich. So. Außer, naja, wenn du nicht genug Druck ausübst oder so, dann gerade bei Western-Gitarren, die brauchen ja ein bisschen mehr Druck aufgrund der Stahlsaiten, dann ist ein bisschen schwierig mit Drücken. Aber, ja, ist immer gut, ist immer besser, wenn Kinder ein Instrument lernen, als wenn man ein Instrument in also je älter du wirst, desto schwieriger wird's, Dinge zu lernen, habe ich das Gefühl. Wenn man jetzt irgendwie später Gitarre lernt oder so, ist schwieriger. Okay, lass uns hier verschwinden, bevor er unsere Ohren wieder malträtieren kann. Mano, ich will aber das hören. Er spielte Cello. Jeden Tag im Badezimmer. Doch irgendwann stellt er es in die Ecke. Und dann spielte er es nimmer. Und dann warst du wieder völlig fertig. Ja, komm, egal. Wird nicht besser. Bess. Bess? Manche Bereiche fördern die Erinnerung, andere das Vergessen. Ah ja, bei mir eher das Letztere. Okay, andere Bereiche. Was geht hier ab? Bess? Oh Gott, was ist das denn jetzt? Memory oder was? Okay. Noch mehr Uhren machen? Ja, noch mehr Uhren. Mach es jetzt einfach nochmal. Weil ich glaube, die Uhr kann ich jetzt gar nicht mehr machen, oder? Geht das jetzt noch? Achso. Ich muss nochmal eine Uhr anheben. Ja doch, Tatsache. Oh, wie super. Easy. Es ist 4:45. Mal wieder. Irgendwie ist es ständig 4:45. Besser als 5:12. Alle in die Autos. Aha, aha, aha. Wo sind wir denn jetzt? Man sucht dich schon. Nervös während es wegen deines letzten Auftritts hier? Ich bin nicht nervös. Es ist nur, ich habe so viele Jahre in diesem Theater gespielt. Es fühlt sich komisch an, dieses Mal einfach, dass dieses Mal einfach das letzte Mal sein soll. Naja, man kann nie wissen. Wir können das Theater immer noch besuchen. Es verschwindet ja nicht. Übrigens, habe ich gesehen, was du spielen wolltest. Nicht mein anspruchsvollstes Stück, was? Naja, ich mochte es irgendwie, aber du nicht, dachte ich. Es ist mir wohl ans Herz gewachsen. Wusste ich's doch! Nur ein klitzekleines bisschen. Hey, wir haben noch etwas Zeit, bis das Konzert losgeht, richtig? Hol dein Cello und spiel ein wenig mit mir. Das sollte mir helfen, mich zu beruhigen. Ich dachte, du bist nicht nervös. Okay, dann hol ich mal mein Cello. Okay. Wir sind im Theater. Mal hier raus.
Okay. Riesiger Konzertflügel. Eine Bühne. Das soll ein Theater sein? Das ist doch kein Theater. Was ist das für ein komisches Theater hier? Guck mal, er glänzt so schön. Time is a place. Time is a place. Nee, keine Ahnung. Ah, Ash. Ash, höhö. Was faulenst du da oben rum, Ash? Ach, komm schon. Ich hab schon eine ganze Reihe Stühle aufgestellt. Ich hab ihr sogar einen Namen gegeben. Ashers Reihe. Jeder, der sich hinsetzt, muss eine Gebühr zahlen. Ach ja, dann brauchst du ja kein Taschengeld mehr. Nicht witzig, Dad. Oh, sag mal, Dad, wo ist denn Mom? Bin nicht sicher. Ich geh sie mal suchen. Darum musst du deinen Hintern hier runterschwingen und mithelfen. Na gut. Na klar, der Taskmanager braucht 27% CPU, nee. Gucken, was will denn am meisten haben hier? Oh, was ist? Kurznotizen ist gestuckt. Ah. Oh. Okay, wild. Was ist denn? Ich glaube, ich berechne Pi gerade wieder. Und meine noch ein paar Bitcoins nebenbei, offensichtlich. So fühlt sich das zumindest gerade an. Oh, ich beende sonst mal den Browser hier. Vielleicht hilft das ein bisschen. Ich muss dringend von VC-Face weg, ey. Das braucht einfach so viel. 20% CPU. Aber Vinian gar nicht. Unity Playback Engine? Ah, nee, Vinian braucht ja gar nicht so viel. Nee, stimmt. Vinian muss ja auch nichts tracken. Jetzt dürfte das wieder okay sein. Ah, okay. Ich glaube, mein Browser, ja, da waren wohl ein paar zu viele Tabs offen. Upsi. Ich meine, wenn das Spiel da hier schon Probleme kriegt, dann sollte man vielleicht mal den Browser neu starten. Okay. Das merke ich sowieso beim Waterfox. Der hat manchmal so ein paar Performance-Probleme so ein bisschen. Also das kenne ich von Firefox eigentlich her nicht so wirklich. Ist. Mann, genau der richtige Ort, um Stuhl Pac-Man zu spielen. Wo habe ich denn Space hergelesen? Vermutlich von dem PAC. Genau der richtige Ort, um Stuhl Pac-Man zu spielen. Was? Waka 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 waka. Der Junge wird so schnell klein. Wow. Ach, Neil. Du Snagger, du. Okay, da komme ich doch, da komme ich durch. Okay, Stuhl Pac-Man, ja. Gut, hier. Fia suchen, ja. Du, wir wissen ja, wo sie ist. Was zum? Es wechselt in eine andere Erinnerung. Wow. Oder auch nicht. Heiliges Blechle. Weißt du, was das gerade war? Woher soll ich das wissen? Na, du bist immerhin der Techniker. Und zugegebenermaßen ist das ja nicht die einzige Merkwürdigkeit auf dieser Reise. Bist du dir sicher, dass du keinen Draht vergessen hast oder eine Kalibrierung übersprungen hast? Wie kannst du es wagen? Meine Kalibrierungen sind so makellos wie Bambis Hintern, nachdem er seine Flecken verloren hatte. Was? Okay, okay. Ich meine ja nur, du solltest wachsam bleiben. Was ist mit Bambi? Was für Flecken? What? Ich glaube, ich muss mal wieder Bambi gucken. Hey, habt ihr Sophia gesehen?
Schau mal in den Proberäumen nach. Ich habe sie auf dem Weg dorthin gesehen. Danke, mach ich. Und übrigens, besucht uns mal. Dass sie hier spielt, wird uns fehlen. Klar, machen wir. Und sie haben es nie getan. Das weißt du nicht. Naja. Vielleicht ist ja das, was er bereut. Kann man hier irgendwo drin rumspielen? Ah, oh, schade. Was ist das für ein Eimer? Ding, 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 ding. Dann gehen wir jetzt da hinten hin. Da müssen wir noch eine. Ach ja, ich brauche noch eine. Hier sind schon wieder diese komischen Lampen. Wer hat die schönste Nase? Ja, genau, du. Oh ja, die hast du allerdings. Was glotzen sie so? Okay, es ist nur eine Nase. Cool. Und? Was willst du spielen? Ist nicht wirklich wichtig. Warum spielst du nicht deine Tonleitern und ich spiele die Begleitung? Ha. Wollen wir dich beruhigen? Wollen wir dich beruhigen oder mich? Ich finde eben die einfachen Dinge befreiend und entspannt. Na gut. Tonleitermelodie. Aha. Von Sophia gespielt zur Begleitung von Collins Tonleitern. Mann, sie macht die ganze Arbeit, während er nur Tonleitern spielt. Hast du nicht mal im Schulorchester Triangel gespielt? Ja, und die Triangel ist eines der facettenreichsten und am meisten missverstandensten Instrumente überhaupt. Die strengen sich aber an, ein paar extravagante Tonleitern zu spielen. Ja nun, also ich hätte jetzt nicht herausgehört, dass das der Tonleiter ist. Aber ich spiele auch selten Cello. Nicht so wie er jeden Tag in der Gegend. So, was haben wir denn hier? Natürlich wieder das Cello. Okay, jetzt wird's immer ein bisschen krasser. Was war das? What? Oh. Hey, ich hab's gelöst. Hä? Was war das denn? Also, by the way, kann aktuell der Papierflieger wieder weg, weil wir ja aktuell keinen Papierflieger haben. Weißt du, was komisch ist? Was denn? Das ist eine Erinnerung an das letzte Konzert seiner Frau. Aber vom Konzert selber haben wir nichts gesehen. Vorhin ist es kurz aufgeflackert, nehme ich an. Trotzdem, ziemlich selbstfokussiert, nicht? Möglich, aber es kommt darauf an. Was wir hier sehen, ist immerhin vor allem davon beeinflusst, was er wirklich bereut. Sprich, was wir hier sehen, hat mehr damit zu tun, was er bedauert, als damit, was ihm wichtig ist. Na, irgendwas passt da trotzdem nicht, finde ich. Aber gut, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, gerade habe ich den Papierflieger ausgeschaltet. Kann ich ihn gleich wieder anmachen. Nee. Vielleicht lasse ich den noch einfach. Warum nicht? Komm!
Komm schon, es ist gleich da vorne. Ja, ja, ich weiß doch, wo es ist. Warum müssen wir überhaupt so weit laufen, nur um dort etwas Musik zu spielen? Hast du die Aussicht dort oben gesehen? Die ist unglaublich. Außerdem ist dort niemand, der mit mir... Außerdem ist dort niemand, der mir sagt, wie miserabel ich Cello spiele. Du spielst miserabel Cello. Ach, bei dir ist mir das egal. Wettrennen zum Gipfel! Oh, das Mädchen vom Balkon, richtig? Ob das einer Frau gefallen würde? Was macht das schon? Sie waren doch noch Kinder. Und außerdem war das lange, bevor Colin Sophie überhaupt kennengelernt hat. Trotzdem, die Erinnerungen, die wir hier sehen, sollten einen Zusammenhang mit Colins aktuellen Bedauern haben, oder? Naja. Keine Ahnung, vielleicht bedauert er sie nie zum Abschlussball eingeladen zu haben. Oder irgend so ein Quatsch. Das ist wieder sowas. Irgend so ein Beziehungsdingeling. Ist nicht unser Job, darüber zu urteilen. Lass uns einfach schauen, wie es weitergeht. Da bin ich jetzt mal gespannt, was da nachher rauskommt. Weil das verstehe ich nicht. Ob er es hasst, Sophia geheiratet zu haben oder irgendwie sowas? I don't know. Okay, gib mir einfach einen Moment. Achso, ja. Okay, gib mir einfach einen Moment. Und du wolltest ein Wettrennen bis ganz nach oben machen, ja? Es ist das Cello. Versuch du mal, das Ding bergauf zu tragen. Außerdem wiegst du ja praktisch nichts. Hey, das war deine Idee. Ich habe eine neue. Zeit für eine Pause. Ist doch nur ein Cello. Das ist innen komplett hohl. So wie du. Wie dein Kopf. Was du brauchst, ist ein echtes Training. Hey, was tust du da? Geh runter. Wir rollen noch beide den Berg runter und sterben. Wow, gleich so unheilvoll. Ich dachte, ich wiege praktisch nichts. Du widersprichst dir ja selbst. Warum sind die besten Orte immer so schwer zu erreichen? Ja, wozu das alles, wenn der Weg dahin mich bloß müde macht? Genauso gut könnte ich einfach meine Augen zumachen und mir vorstellen, ich sei dort. Du bist ein Miesepeter, weißt du das? Sieh her! Ich bin Colin. Ich roll nur herum und jammer den ganzen Tag. Du kannst ja hier bleiben, wenn du willst, aber ich werde die Gipfel stürmen. Eine Gipfelstürmerin. Okay, ich will auch. Ich will auch zum Gipfel. Das ist ja der Gipfel. Es hat so ein bisschen was von der Szene, als wir bei To the Moon, als wir Dingens versprochen haben, dass wir uns auf dem Mond wiedersehen. Wie hieß sie noch gleich? Rose? Nee, hieß sie Rose? Er hieß Johnny. Und sie hieß... Ich sag jetzt einfach, sie hieß Rose. Also, was kannst du spielen? Nur die Tonleitern halbwegs. Immer noch? Das ist doch schon Monate her. Hey, nicht jeder hat so tolle Privatlehrer wie du. Ich probiere einfach nur ein bisschen aus. Warum spielst du mir nicht einfach mal was vor? Okay, aber es sind echt nur die Tonleitern.
Naja, es könnte schlimmer sein. Es könnte immer schlimmer sein. Liebst du nicht? Doch. Aber es ist langweilig, immer nur die Tonleitern zu spielen. Ich wünschte, ich könnte sofort damit anfangen, eine Melodie zu spielen. Ja, das kenne ich irgendwoher. Dieses Trainieren ist immer echt nervig. Komm, spiel doch einfach nochmal. Na gut, wie du meinst. Sie hat eine Gitarre dabei. Siehst du? Mit der richtigen Begleitung kann alles eine Melodie sein. In der Tat, das ist cool. Ist das nicht, was Colin und seine Frau in seiner letzten Erinnerung gespielt haben? Ja. Können wir nun darüber urteilen? Ein leerer Cellokoffer und ein abgewetztes grünes Buch. Das Buch hat er echt immer dabei. Ich bin eher überrascht, dass es nicht vom Wind weggepustet wird. Ich finde es aber tatsächlich echt cool, dass wir es nicht wie bei To the Moon wieder haben, dass wir die ganze Zeit immer nur von vorne nach hinten gehen. Ich bin sowieso nie der Fan davon, unchronologisch irgendwas anzugehen. Sondern, es gibt ja so viele Spiele, wo man immer dauernd springt. Ist ja bei The Last of Us quasi auch so, dass man ein bisschen springt. Oder bei Remember Me oder bei, I don't know, gibt ja so viele Spiele, die das machen. Beyond Two Souls zum Beispiel, fällt mir da gerade noch ein. Und ich finde das immer ein bisschen, immer schwierig, weil du die ganze Zeit, ne, immer dieses, musst dir halt so viele Dinge merken. Joa. Eine Blume. Wow, das sind ganz schön riesige Blumen. Wow. Ich glaube, das ist ein Hibiskus. Ah, den kennen wir ja schon. Aber seltsam, dass er hier wild wachsen kann. Okay, ich brauche aber noch eine Erinnerung, brauche ich noch. Für ein Kind spielt sie ganz schön gut Gitarre. Ist dir übrigens was aufgefallen in dieser Erinnerung? Diese frühen Erinnerungen sind viel lebhafter als seine aktuelleren. Oh, was hat er schon wieder für Drogen genommen? Wow. Meinst du etwa, er hat Alzheimer? Möglich? Immer. Aber selbst wenn, dann vielleicht nur im Anfangsstadium. Nicht alle seine früheren Erinnerungen sind klarer als die aktuellen. Nur ein paar bestimmte. Ist das bei Alzheimer so? Dass die späteren, also dass die Erinnerungen, die man zuerst macht, also in jungen Jahren, dass die klarer sind als, also vergisst man spätere Erinnerungen eher? Ich dachte, das wäre andersrum. Oder dass man generell Dinge vergisst. Vielleicht muss ich da nochmal recherchieren. Vielleicht hat sie auch nur Braunschweiger, wer weiß. Also vielleicht hat er auch nur Braunschweiger, wer weiß. Nicht alle seine frühen Erinnerungen sind klarer als die aktuellen. Nur ein paar bestimmte. Gut. Denn mir ist gerade nicht danach, wie ein einziger Tag nochmal. Was? Mir ist gerade nicht danach, wie ein einziger Tag nochmal anzusehen. Wie ein einziger Tag? Ist das eine falsche Übersetzung? Und er meint, und täglich grüßt das Murmeltier? Den Song hat er jedenfalls weit in die Zukunft mitgenommen. Naja, um fair zu sein, es ist nur die Tonleiter. Was mich mehr interessiert ist, woher seine Frau die gleiche Begleitmelodie kennt. Naja, das wird mit Sicherheit so eine Standardmelodie sein oder so. Oder vielleicht... Vielleicht waren seine Frau und Faye... Oh, scheiße. Ich hab immer noch das Gefühl...
Pass auf, ich predikte jetzt was. Meine Prediction ist, dass Sophia, also seine spätere Frau, irgendwann Faye kennenlernt, die auch gute Freunde werden, sie vielleicht ihre Begleitmelodie lernt und Faye dann irgendwas, keine Ahnung, sie stirbt oder irgendwie so. Also Faye ist auf jeden Fall nicht mehr. Und er ist so darüber bestürzt, weil er eigentlich dachte, boah, Faye, das ist meine, keine Ahnung, nehme jetzt Seelenverwandte oder was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, so krass unterwegs ist mit Faye. Und dann ist Faye weg. Und in den meisten Fällen ist, oder es ist ja häufiger so, dass er emotional von Sophia aufgefangen wird. Aber das ist das, was er bedauert. Oder dass irgendwas, vielleicht haben die sich entschieden, vielleicht ist Faye, hat gesagt, komm, wir spazieren den Bahndamm entlang. Und er so, nee, es ist schon spät, ich gehe lieber nach Hause. Und Faye dann so, ach, okay, dann gehe ich alleine den Bahndamm entlang. Und dann kommt entweder irgendein Ripper aus dem Gebüsch oder der Zug, mäht sie um, sie ist weg, er gibt sich lebenlang die Schuld dafür, dass er sie quasi hat irgendwie im Stich gelassen oder nicht da war für sie oder was auch immer, wird emotional aufgefangen von Sophia und er heiraten dann, aber er ist die ganze Zeit so, ach Mann, wäre ich mal damals, dass er das bereut. Das ist meine Prediction. Schauen wir mal, ob ich recht hatte. So, für ein Kind. Okay, alles klar. Hier der Rhododendron oder was das war. Hibiskus. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Okay, jetzt wird's aber langsam wild. Was ist denn das hier? Okay, das kann nicht dahin. Dann mache ich doch den hier. Was ist denn los? Oh, okay, das funktioniert irgendwie nicht. Okay. Eine Blume. Ich weiß immer noch nicht, wie das Ding funktioniert. Was ist das hier? Noch eine Blume. Okay, Blume, Blume, Blume. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich spawne Blumen. Na, guck mal. Hat funktioniert. Eine Blume. Let's go. Oh Gott, eine Straße. Ich habe Angst. Eine Straße. Ich habe Angst. Oh. Hast du in diesen Breiten je wilden Hibiskus gesehen? Keine Ahnung, ich bin nicht der Möchtegern-Pflanzologe hier. Keine Ahnung, ich bin nicht der Möchtegern-Pflanzologe hier. Das heißt Botaniker. Ja, oh hey, sieh mal da drüben. Schau mal da drüben, das Ende des Streams. Ich kann es ganz genau sehen, ja. Da ist es. Tja, Freunde. An dieser Stelle, falls ihr das auf YouTube guckt, lasst mir gerne mal ein Däumchen nach oben da. Drückt auf Abonnieren. Drückt die Glocke. Und schaut am liebsten hier mal live rein. Über den Link unten in der Videobeschreibung. Ich würde mich sehr freuen, in Erinnerung mit euch zu teilen. Ja, bis dann. Bleibt dran. Denn wir schauen jetzt noch gemeinsam. Huch. Okay, puh, alles explodiert. Explosion. Explosion. Ich muss mal ganz kurz speichern. So, der Speicherstand gespeichert. Dann machen wir... Nee, ich mach besser nicht. Ich weiß nicht, ob ich bei diesem Spiel Alt F4 machen kann. Ich lasse es mal lieber nicht, dass er am Ende doch keine States gespeichert hat oder irgendwie sowas. Das wäre ziemlich blöd. Echt blöd. Hallo. So. Achso, ich muss mal kurz meinen Browser wieder starten.
So. Dann ziehen wir das mal hier rüber. Das schieben wir darüber. Und dann machen wir das mal weg. Und ich mach mal den Papierflieger weg. Den brauchen wir gerade nicht. So, du folgst. Wem folge ich denn? Hm, mal schauen. Ja, oh, wieder ein Karaoke-Stream. Ich mag Karaoke-Streams. Okay, pass auf. Live. Live is live. Na, 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 na. So, wie würdest du dein WLAN nennen? Hm. Weiß ich nicht, sowas Langweiliges wie Chris-LAN. Was hatte ich vorhin gehört? Obi-Lan Kenobi? Wie würdet ihr euer WLAN nennen? Dinge, die mich interessieren. So, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Ja, ich lieb's. So, B-Day-Time. Was? Mann, so viele Leute haben heute Geburtstag, wa? Musik. Oh, Musik ist immer gut. So, Games und Dingsbums. Just Shared Ring. Dragon Balls Kakarot. Valorant. King Arthur. No Time to Relax. Okay. Da ist erst morgen dran. Golf with Your Friends. Diablo Eve. Hund Showdown. Mario Kart 8 Deluxe. Valorant. Played Up. No Time to Relax. Achso. Ach, wait, Moment, heute ist Donnerstag. Wieso? Ach so, ach, ich dachte, die raften heute alle. Ich meine, wir könnten zu Nosa gehen, Tatsache. Wir sind ja gerade eh nicht so viel. Oh, es geht. Ich weiß nicht, No Time to Relax irgendwie? Haben sie keinen Bock. Was wollten die denn nachher noch spielen? Ich glaube, Time to Explode irgendwie. Wie heißt das Ding? No Time to Explode. Dieses Spiel mit der Bombe. To the Moon. Da gucken wir mal rein. Fly me to the moon. A bird story. Flieg mit... Huch. Ach so. Wow. Steuerung und Numpad 2 ist der zweite Tab. Ja, das wusste ich. Ich wusste das. Achso, ich muss die 1 theoretisch drücken. Ja, ist eigentlich auch Wurst. A Bird Story. Kanäle? Nee, Search A Bird Story? Hä? Ich meine schon das Spiel. Ich habe doch da drauf geklickt. Ach, er hat gesearched. Ach so. Game, A Bird. Hä, das ist ja witzig, dass hier. Hier in der Adresszeile sind Leerzeichen drin. Ich wusste nicht, dass das geht. Okay, To the Moon, A Bird Story und Hallo Nagi. Ja, was wird sich da notiert? Ja, das geht offensichtlich. A Bird Story und jetzt haben wir Finding Paradise. Ach so, ja, gut, da ist er wieder. Nee, mach den mal weg da. Ich mag den nicht. Okay, ja, To the Moon, wer ist da? Wir fliegen zu... Da muss ich, komm, ey, da muss ich mal reingucken. Ich meint... Ne? Neues Gesicht und so. So, ich mach mal hier auf voll. Mach ich da mal. Ganz schön lange her. Wohl wahr. Wer hätte gedacht, dass die paar Kilometer mal zu einer solchen Hürde werden würden? Diese River immer noch so still, was? Was haben wir denn hier? Die ist eigentlich ganz gesprächig da. Wenn sie mit Isabel zusammen ist. Stream 2. Ich finde das immer so geil. Schreibt er das hier rein? Macht er das immer? Mal der böse Junge, was? Also er spielt ja wohl nicht so häufig To the Moon, oder? Hey, also macht er das immer, je nachdem, was er gerade spielt? Ja. Ja. Wurst, okay. Er ist offensichtlich ein Hotdog. Insgesamt. Ja, dann gehen wir mal zu Maggie Titan. Eine Sache gibt es, die mir noch zu schaffen. Und sagen mal ganz lieb, hallo. Seit diesem Vorfall, was sie andauernd dieses seltsamen Hasen. Denn To the Moon war auch ein sehr schönes Spiel. Ja. Und da gehen wir mal hin. Menge.
Und dann könnt ihr euch verteilen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Auf jeden Fall. Dann könnt ihr auf Twitch euch ausbreiten. Und es ist irgendwie immer Donnerstag. Donnerstag von Freitag übers Wochenende funktioniert. Ich muss da echt nochmal nachgucken, warum das nicht funktioniert. Hat das mit dem Samstag, kann das mit dem Samstag irgendwie, wie er die Tage ausliest, irgendwie zu tun haben? Vermutlich. Ich muss echt mal gucken, an welchen Tagen das nicht mit dem Stream funktioniert. Ansonsten, ja, morgen Crosscode spielen wir weiter. Samstag natürlich wieder Karaoke-Stream, ihr kennt das Programm. Und, ja, ist gar nicht mehr ganz so lange. Ab 23. gibt es dann Sons of the Forest wieder. Das heißt, nächste Woche Freitag und den Freitag da drauf gibt es dann noch Sonderprogramm. Vermutlich aber Crosscode weiter und ab 23. dann wird's lustig. Ja, und wenn ihr sowas wissen wollt, wann, wie, was, wie, wer abgeht, joint gerne meinem Crosscode, Fallout rein und seid immer informiert. Gut, Freunde, dann lasst uns mal zu Maggie Titan rübergehen. Ein bisschen Liebe da lassen. Bis dann, bleibt dran. Tschüss. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ich habe zwei.